sind wir wieder am Erscheinungstag von Blutgott. 1. April ist übrigens kein April-Scherz und das Buch scheint es auch hinreichend zu geben. Viele haben mir bei Facebook geschrieben, die es bestellt haben, die es gekauft haben. Einige Buchhändler haben es irgendwie vorbeigebracht, irgendwie in einer Tüte oder was auch immer. Also da sind die Buchhandlungen zum Glück auch sehr kreativ, ja, innovativ und lassen sich da auch ihr wohlverdientes Geschäft und das Bedienen von guten Kunden auch nicht nehmen. Genauso muss es auch sein. Super. Ansonsten schöne Kritiken habt ihr auch geschrieben. Ganz prima. Hallo Annika. Freut mich sehr. Hallo Annika. Hallo Hans-Peter. Es ist die Annika. Okay. Ja. Ja. Also, das ist ein toller Buchstart, auch wenn er jetzt nicht so klassisch in den Buchhandlungen zu sehen ist. Viele haben ja auch geschrieben, sie haben es in den Buchhandlungen gekauft, in den Bahnhofsbuchhandlungen. Also auch sehr schön. So soll es doch sein. Also offenbar sind alle gut bedient worden. Oder wie war es bei euch? Gab es Schwierigkeiten oder hat jeder, der das Buch wollte, es auch bekommen? Aha, morgen. Ja, okay, gut. Es war ja, einige hatten es schon recht früh, letzte Woche schon. Ich weiß nicht, warum. Gut, wir haben ein paar Sachen verlost. Ich glaube, einige haben es schon im Vorfeld ausgeliefert, ne? Hatte ich so das Gefühl. Dass, ja, in genau. Den Buchhandlungen war es ja, bei Amazon war es. Und dass einige es dann halt wirklich auch im Vorfeld bekommen haben, dass Amazon im Vorfeld zugestellt hat, dass Buchhändler wahrscheinlich den Fans, die es vorher haben wollten und die wahrscheinlich sehr, sehr dringend darauf gepocht haben, es früher zu bekommen, es dann auch bekommen haben. Also ja, das ist schön. Drängeln hilft manchmal. Ja. So, hier Christina ist da, Sternchen, Vogt, hallo, zurück bei Instagram. Schöne Grüße aus Eisenach. Auch aus Aachen. Hallo. Ja, vielleicht kann man auch irgendwann mal wieder gewisse Städte besuchen, wenn sich da die Virologen jetzt mal ausgetobt haben mit ihrem eigenartigen Projekt. Veit hat übrigens nicht Wort gehalten. Ich habe es vergessen. Ich habe es echt vergessen. Und jetzt weiß ich nicht, wie es geht. Er kriegt es auf die Stirn. Ja, jetzt halte ich es so. Die gesamte Zeit? Ja. Oder ich schlecke es an und klebe es dir auf die Stirn? Ja, nein, alles gut. Dann machen wir haben ja ein paar der Tattoos verlost und auch verschickt. Ich denke, die müssten inzwischen angekommen sein. Ich hoffe ja. Und ich bin ja mal sehr gespannt, ob wir demnächst schöne Tattoo-Bilder bei Facebook bekommen. Ja, das würden wir natürlich gerne sehen. Das wäre super, wenn ihr uns zeigt, wo ihr euch das Tattoo hingeklebt habt. Aber denkt dran, Facebook wird auch von Kindern gesehen. Das heißt, wenn ihr aus diesem Ding einen schicken Arschgeweih gemacht habt, kein Foto zeigen. Wir können ja mal gucken, also bitte nochmal dranbleiben bei Facebook. Vielleicht machen wir nochmal eine Verlosung. Ihr gewinnt dann, ja, wir haben ja schon vieles verlost. Es kommen wohl Tattoos, wenn sie Tattoos nutzen. Das ist ja ein bisschen, alles gut. Aber das ruhig mal posten. Wir kriegen wohl noch neue Socken. Da können wir auch noch was verlosen. Genau, Socken. Wir und haben ein natürlich paar bekommen. Autogrammkarten. Genau, wir warten auf die anderen. Aber du hast ja auch gesagt, dass du dich total gefreut hast, dass schon so wahnsinnig viele Fans dir eine Rezension bei Amazon geschrieben ja, haben. Ja, das fand ich sehr nett, genau. Ja, und dass du dich auch freuen würdest, wenn noch mehr Rezensionen bei Amazon kommen würden. Selbstverständlich. Ich meine, die sind gar nicht mal, dass jetzt alle bei Amazon gucken, kaufen müssen. Jetzt ist irgendwie das Wir sind Bild schwarz. Hier weg. Wieso sind wir schwarz? Seht ihr uns noch bei Facebook? Vielleicht mal kurz was schreiben, weil wir sehen uns beide jetzt nicht mehr. Wir sind schwarz. Komplett weg. Schwarzer Bildschirm. Da scheint irgendwas nicht zu stimmen, oder? Ja, ich weiß nicht. Facebook ist mal wieder abgestürzt. So wie immer. Weil die gesamte Nation Facebook gerade nutzt. Das kann Facebook nicht ab. Ja, wieso geht dann Instagram? Na, weil weniger Leute Instagram nutzen als Facebook. Ja. Ich glaube nicht, dass Facebook uns noch sieht. Ich frage einfach mal, seht ihr uns? Ja gut, das ist ja nicht jedes Mal, dass man das Facebook-Ding genau. immer Facebook wieder... Genau, Facebook stürzt regelmäßig ab. Wieder beenden. Deshalb warten wir mal kurz, bis Facebook wieder funktioniert. Guck mal, Christina sagt, sie sieht uns, aber ja, das ist Instagram. Und Instagram ist stabil. Facebook ist halt leider alles, aber nicht stabil. Also starten wir das Ganze nochmal neu. Das ist echt, Facebook ist echt richtig scheiße, muss man sagen. Also können es ja überhaupt nicht. Suboptimal. Hallo Jasmin. Instagram ist besser, ja. Ich muss gestehen, ich bin ehrlich gesagt nicht bei Instagram und. So, jetzt sind wir wieder bei Facebook. Jetzt hoffe ich, es funktioniert wieder. Also jedes Mal stürzt es einmal ab. Sie haben auch so ein neues Tool für Livestreams. Ich habe es absichtlich noch nicht probiert, weil ich glaube, es ist maximal komplizierter und bedienungsunfreundlicher als das vorherige, was auch schon schlecht war. Aber ich nehme an, das neue ist noch schlechter. Deswegen bin ich noch mit dem alten unterwegs. Man muss ja auch irgendwie
Facebook Livestream. Da kam null Info, dass ja, wir. Scheißladen. Naja, aber vielleicht macht es dann Sinn, das neue mal zu installieren, wenn das alte immer abstellt. Ich sag ja nur. Nein, es gibt ein neues Tools für Livestreams, was ich nicht verstehe. Ich verstehe es nicht. Kannst dich gerne reinfuchsen. Ich verstehe es nicht, wie es geht. Ich guck's mir an. Deswegen, bei uns ist es nämlich so, dass ich für die Technik zuständig bin. Veit ist bei uns der Kreative. Ich bin der Technikmensch, muss man dazu sagen. Ne? Bei einigen Sachen, ja. Genau, bei fast allen. Na, jedenfalls ist auch schon komisch, Facebook Livestream geht nur auf Google Chrome. Google ist ja eigentlich eher ein Wettbewerber von Facebook als Apple. Warum es dann auf Safari von Apple nicht geht, aber auf dem schlimmeren Wettbewerber Google ja. Ich meine, weiß auch keiner außer die Trottel bei Facebook, die da nicht sehr strategisch denken. Aber egal. Wir ärgern uns jetzt nicht über Facebook. Genau. So. Und wir waren ja gerade an dem Punkt, dass wir gesagt haben, wir wollen... Ach, guck mal, der Marc schreibt, dass heute das Tattoo angekommen ist. Ja, das Foto wollen wir haben. Ich glaube, Marc war der Herr, der gesagt hat, er hat eine ähnliche Frisur wie du. Ja. Und ich kurz davor war, runterzuschreiben, eine was. Ja. Aber gut. Genau. Und dann hat er ja viel Platz, das drauf zu kleben, sozusagen. Also. Ja. Socken. Da waren wir stehen geblieben. Es kommen wohl noch welche, oder? Es sollen noch welche Socken kommen. Bis dato sind noch nicht so viele da, aber wir haben noch 5 Paar von diesen Socken übrig. So, und Veit ist ja immer ganz begeistert, wenn er Rezensionen bei Facebook bekommt. Bei Amazon, jetzt hast du mich ganz durcheinander gebracht. Also ihr merkt, es ist ein Unterschied, ob wir sonntagsabends Livestream nach einem entspannten Tag oder an einem Tag wie heute, wo ich schon zweimal durch die gesamte Stadt gerast bin. Ach, Kai Philipp Schoppen war auch auf der Hochzeit von Oliver Merkel. Hallo. Ah, okay. Brasilien oder wo? Naja, kannst du gleich mal schreiben. Naja, auf jeden Fall, ne, wo ich zweimal durch die Stadt gerast bin für Außeneinsätze in den Kliniken, weil jetzt bei uns die Welle ankommt. Also wenn ich jetzt heute Abend irgendwas durcheinander bringe, ich bin einfach echt platt. Aber zurück zum Thema Socken und zu der Tatsache, dass Veit sich total freuen würde, wenn er mehr Rezensionen bei Amazon bekommt. Deshalb machen wir Folgendes, dass wir nämlich 5 Paar Socken verlosen. Und zwar an diejenigen, die als nächstes die ersten 5 Rezensionen bei Amazon schreiben und uns ein Screenshot dazu schicken. Und zwar, der Screenshot soll geschickt werden an info@veit-etzold.de. Wir werden das da noch hinschreiben. Ne? Und wenn ihr eine Rezension geschrieben habt... Ich schreibe es mal eben, sonst... Genau, also bitte eine Rezension schreiben, davon ein Screenshot machen... Und dann uns diesen Screenshot schicken an info@veit-etzold.de. Und die ersten 5, die uns ein Foto ihrer Rezension schicken, gewinnen dann Socken. Und dann bräuchten wir halt nur eure Adresse. Jetzt schreibt hier gerade jemand, Amazon ist der Teufel. Ja, es geht uns auch gar nicht darum, dass ihr bei Amazon bestellt, sondern dass ihr da eine Rezension schreibt. Weil es ist wirklich in der Tat so, dass ganz viele Leute online, wenn sie irgendwie nach was gucken, sich die Rezension bei Amazon angucken und sich die durchlesen. Ich muss sagen, ich mache es auch, wenn ich ein Elektrogerät haben will. Wir haben Saturn bei uns in der Nähe. Wenn ich aber erstmal wissen will, wenn ich zwischen 2 Elektrogeräten überlege, gucke ich mir die 100 Rezensionen bei Amazon an und weiß dann... wo ich die Sachen kaufe, sozusagen, beziehungsweise was ich mir kaufe. Genau, wichtig für die Sichtbarkeit des Buches. Jasmin, kein Problem. Schön, dass du das mit dem Tattoo vorhast, mit dem Blutgott-Tattoo. Die schicke Brille, ja, die ist in meinem Büro. Kann ich nachher nochmal holen. Da hatte ich heute Morgen was bei Instagram. Genau genommen sieht Veit euch jetzt gerade nur in Schemen. Aber ja, nein. Jetzt bin ich auch zu Hause, da muss er nicht mehr scharf sehen. Ne? Genau, ja, richtig. Wie bitte? War das ein Kompliment? Ich weiß nicht, was das gedacht war. Das war ein Phishing für Kompliment. Nee, genau. So nach dem Motto, egal was ich sehe, du siehst immer scharf aus. Genau, jetzt muss ich nicht mehr scharf sehen. Genau. Ist so schön, wenn man seinem Ehemann über diese Brücke des Kompliments helfen muss. Wir wissen schon, das ist der Autor, nicht ich, ne? Ja, schreib ja nur Thriller, die vorhersehbar sind. Ja, Liebesgeschichten, das wird auch nicht sonderlich gut gehen, mein Schatz. Nee, würde echt nicht gut gehen. Eine Sache noch, Anna Weimer hat mir geschrieben, und zwar kennt ihr vielleicht Passion for Books. Das ist einfach, ich schreibe es mal hier rein. Guck mal, da schreibt jemand, die Socken sind so heiß, finde ich auch. Passion for Books, ganz wichtig, da ist heute nämlich auch noch eine Blutgott-Gewinnspielaktion. Also schaut da auch gerne mal vorbei, einfach Passion for Books googeln, Anna Weimer. Sie wird sich, glaube ich, sicherlich freuen, wenn da auch einige dabei sind. Darauf soll ich nochmal hinweisen, habe ich hiermit auch getan und nicht vergessen.
Ja, die Socken sind cool. Okay, Hanna ist auch dabei. Sehr schön. So, aber wir haben ja gesagt, wir erzählen heute ein bisschen was über den Blutgott, beziehungsweise Veit wird heute ein bisschen mehr lesen für diejenigen, die jetzt auf das Buch warten, weil es erst in ein paar Tagen kommt. Ja. Hier aktuell die ersten Auszüge. Genau, so, in 8 Tagen. Wenn es erst in ein paar Tagen kommt. Ach so, ja. Ja, jetzt mal gucken, wo könnte man denn hier mal. Gut vorbereitet, Herr Ja, Etzold. Ich bin das ist beeindruckt. allerdings. Ist immer so schön. Er hat sich da so ein paar Post-its reingeklebt, aber er blättert gerade drum herum, weil er sich gerade spontan überlegt hat, dass die Post-its, die er sich markiert hat, doch nicht die Stellen sind, die er lesen möchte. Ja, machen wir doch mal. Ich glaube, ich habe eine. Ich verstehe es auch nicht. Ich dachte, ich hätte das hier. Hast du das Falsche markiert? Vielleicht. Ja, vielleicht. Oder auch ganz sicher, ne? Naja, während So, wir Veit sind noch gleich durch, sucht, ich ja. weiß nicht, ob ihr es gesehen habt bei Facebook, ich habe ja diese supergeile Küchenmaschine, ne? Seit gestern habe ich sie zusammengebaut und beschlossen, ich werde sie am Wochenende ausprobieren. Heute kam dazu übrigens noch der Dampfgartopfaufsatz. Das heißt, ab Wochenende wird hier gekocht und dann soll ja auch wieder geiles Wetter sein. Das heißt, wir können dann auch wieder grillen. Das heißt, wenn wir dann in Zukunft nur noch Gemüse grillen, weil wir uns ja besser ernähren wollen, ne Schatz, Kannst du machen. gibt's dann, kann ich machen, okay, super, gibt es dann dazu gedämpftes Gemüse? Na, das wird doch funktionieren. Ja, guck mal, hier wird auch schon geschrieben, wenn der Mann die Brille nicht auf hat, du, Ja. die Stellen, wenn er sich die Ja, falschen genau. markiert hat, würde er auch mit Brille nicht Jetzt, finden. wo habe ich denn diese? Also, Das ist jetzt echt. insofern. Ist okay, Veit. Soll ich irgendwas lesen? Nee, ich Ich finde hab's. bestimmt Wir machen irgendwas. sonst dieses, wir hatten das mit dem Fritz, mit dem Schießstand. Ach, Das guck war. mal, der Andri schreibt, dass das Buch angekommen ist. Das ist super, weil wir uns ja so ein bisschen Sorgen gemacht haben, wenn wir das Ja. ins Ausland Ja, verschicken, Till dass Röhr das hat nicht es auch funktioniert. bestellt, sehr gut. Aber freut mich, dass es angekommen ist, Andri, und dass das was ist, was dir Spaß macht. Das ist super. Ansonsten kann ich heute noch eine ganz böse Geschichte erzählen. Im Moment werde ich recht viel von den Medien angefragt, ob ich Interviews für die Gewaltschutzambulanz geben möchte. Das mache ich auch telefonisch in schriftlicher Form. Was ich halt nicht mache, sind im Moment Drehinterviews, weil ich es nicht haben möchte, dass 4, 5 Leute in die Ambulanz kommen. Das ist einfach zu ein hohes Infektionsrisiko zum Drehen. So, jetzt war es heute so, dass ich einen Anruf bekommen habe und man mir gesagt hat, ist ja gar kein Problem. Drehteam von 5 oder 6 Leuten, wir könnten uns ja einfach draußen treffen und uns gemeinsam auf die Straße stellen. Ich habe dann darauf hingewiesen, ob denen schon klar ist, dass es so Richtlinien gibt, mit wie vielen Leuten man sich auf die Straße stellt und dass bei uns 2 Leute im Haushalt wohnen und ich mich dann nicht mit 5 Leuten auf die Straße stelle. Ne? Aber wir üben gerade so ein bisschen Logik. So, haben wir jetzt eine Stelle Ja, wir haben gefunden? eine, und zwar, genau, Clara ist im LKA, sprich mit Winterfeld und dann kommt schon das Unheil, bricht herein. Das lesen wir doch jetzt mal, oder? Hervorragend. Ja. Super. So, ja, wir sind auch sonst besser organisiert, auch bei Lesungen, aber derzeit gibt es ja keine wegen Wir Corona. sind organisiert. Ja. Wir. Ja, so. Genau. Clara hatte sich vor dem LKA von Sophie verabschiedet und war in der Kaffeeküche der Abteilung LKA 113 gegangen, in die Kaffeeküche. Neben der alten, rumpelnden und fauchenden Kaffeemaschine stand mittlerweile eins von diesen kleinen Kapselgeräten. Clara schenkte sich trotzdem einen Kaffee aus der betagten Maschine ein und schüttete Milch und Süßstoff hinzu. Sie fand, dass der altmodische Kaffee besser schmeckte und außerdem hielt sie den Kapselverbrauch bei den Mengen an Kaffee, die sie manchmal trank, für überteuert und reine Rohstoffverschwendung. Während der Schwangerschaft mit der kleinen Victoria hatte sie so gut wie keinen Kaffee getrunken, dafür trank sie jetzt wieder umso mehr. Sie betrachtete ihre Finger. Sie waren, obwohl sie sich gründlich die Hände gewaschen hatte, noch immer ein wenig grauschwarz, wie immer, wenn sie Patronen eingelegt und geschossen hatte. Sie hörte schwere Schritte auf dem Gang. Das konnte nur ihr Chef, Kriminaldirektor Winterfeld, sein. Die Schritte erkannte sie sofort. Er kam mit seiner leeren Kaffeetasse in die Küche, in der anderen Hand eine Zigarilloschachtel und einen Brief. Er trug eine dunkle Hose, ein graues Sakko und hatte die Krawatte halb geöffnet. »Ah, Señora, buenos dias«, sagte er. Er begrüßte sie öfter auf Spanisch, da ein Teil von Claras Familie aus Spanien kam. »Sie waren schießen mit Sophie, konnten Sie ihr etwas beibringen?« »Ja, sie lernt schnell. Sig Sauer, Glock oder was ganz anderes?« »Na, erstmal Sig Sauer, dann irgendwann Glock.« »Sehr gut.« Naja, ich brauche erstmal einen Kaffee und einen Zigarillo am Fenster. Kommen Sie mit? Gern.
Winterfeld schenkte sich ebenfalls eine Tasse ein, fluchte, als sie nur noch halb voll wurde, kam aber auch nicht auf die Idee, neuen Kaffee zu kochen und ließ die leere Kanne auf der Heizplatte der Maschine stehen. Beliebtes Thema im Büro, man muss dazu sagen, ich trinke keinen Kaffee und amüsiere mich dann immer köstlich, weil es bei uns in der Ambulanz auch immer die gleichen Leute trifft, die dann nur noch einen Rest bekommen und dann gibt es immer die Diskussion, wer wie oft gekocht hat. Ja. Ich bin immer fein raus aus der Nummer und es ist total lustig. Da kann man so ganze Sozialstudien führen. Ja, und Hörbuch gibt es auch, weil die Frage oft kam, einfach mal nachschauen bei Thalia, bei allen möglichen, also Hörbuch erscheint parallel als MP3, als CD-ROM oder DVD, also definitiv gibt es auch ein Hörbuch. So. Super. Sie ging zum Fenster auf dem Flur des LKA mit Blick auf den Innenhof. Dort sah man einige krumme Sträucher und ein paar Einsatzfahrzeuge stehen. Was ist denn los? Fragte Clara. Ach, schnaubte Winterfeld. Das wird wieder ein beschissener, heißer und chaotischer Sommer. Wissen Sie, was die Hauptstädte mit den höchsten Mordraten auf dieser Welt alle gemeinsam haben? Mal schauen, das sind El Salvador, begann Clara, Caracas, Mexico City, Bogota, genau. Winterfeld stieß Qualm aus. Was haben die gemeinsam? Es ist überall warm, fragte Clara und trank von ihrem Kaffee. Richtig, je heißer es wird, desto mehr Gewalt. Geht hier auch schon los. Waren Sie nicht eben mit Rudolf essen? War ich, Kollege von der Zollfahndung. Der hat wieder Storys erzählt. Winterfeld blickte sich um. Die Zollfahndung war gerade unterwegs. LKA mit 8 gemeinsamen Ermittlungstruppen, LKA 43, Rauschgift- und Arzneimittelkriminalität. Die haben eine Cannabisplantage unter einer Kfz-Werkstatt in Schöneberg gefunden. 2600 Pflanzen. Können Sie das glauben? Aber das ist nicht alles. Heroin kommt aus dem Mittleren Osten, synthetische Drogen aus den Niederlanden, Marihuana aus Spanien oder Nordafrika und Crystal Meth aus Tschechien. Das bringt die Leute um. Früher haben die Dandys Opium genommen. Heute gibt es in den USA eine regelrechte Schmerzmittelepidemie. Woran, glauben Sie, ist Prince im April 2016 gestorben? Hat der sich nicht etwas zusammengemischt? Ja, hab dazu letztens auch mit von Weinstein gesprochen. Prince hat Fentanyl mit anderen Schmerzmitteln gemischt. Das war dann der letzte Cocktail seines Lebens. Schwarzfentanyl. Fentanyl, meine ich ja. In Chicago, sagte Winterfeld, ist der Krieg kürzlich zwischen den Gangs nochmal richtig aufgeflammt. Wissen Sie warum? Warum? Ein wenig kam sich Clara vor wie bei der Sendung mit der Maus. Ein Grund ist die Hitze im Sommer, womit wir wieder beim Thema wären. Der andere Grund ist Facebook. Die beschimpfen sich alle auf den sozialen Netzwerken. Dann gibt es mehr Unfrieden und mehr Gangster, die sich gegenseitig erschießen. Zyniker sagen, dass sich damit ein Problem löst. Das sagen nicht nur die Zyniker, sagte Winterfeld, das sag auch ich. Es gibt auch Gerüchte, dass die Chicago Cops extra durch falsche Posts Hass schüren, um die Anzahl der Gangster durch interne Kriege zu dezimieren. Das ist aber nicht sehr nett. Und auch nicht sehr elegant. Kann man auch geordneter machen. Die Chinesen kontrollieren gleich ihre sozialen Netzwerke. Die brauchen da nicht zu improvisieren. Und die Hitze? Sie fingen an mit der Hitze. Ach, durch die Drogen und die Hitze werden die alle noch viel verrückter, sagte Winterfeld und schüttelte den Kopf. Bald brauchen wir hier chinesische Überwachungsmethoden, sonst herrscht Bürgerkrieg. Solange wir nicht verrückt werden? Ja, meine Ex-Frau wird auch verrückt. Winterfeld blickte auf den Brief. Sabine? Clara kannte die Story von Winterfelds zweiter Scheidung. Es geht schon wieder um das Haus, knurrte Winterfeld. Er schaute Clara an. Gibt's auch Auftragskiller, die man auf Ex-Frauen ansetzen kann? Ich glaube ja. Ja, das habe ich jetzt aber nicht gehört. Bei uns war es der Klassiker. Wieso? Du müsstest was nicht hören, wenn ich was von Ex-Killern erzähle, die man auf Männer ansetzen kann. Ne? Also, Ex-Frauen treffen bei mir nicht zu. Ja, der Feit braucht ein Stück Fleisch auf dem Grill, genau. Ja, das war auch sehr gut. So, jetzt dann, so. Es ist immer dasselbe. Scheidungsantrag im Januar. In dem Monat werden die meisten Scheidungen eingereicht. Ist fast immer so. Ich habe da einen Bericht aus den USA gelesen. Nach Weihnachten stellen die Leute fest, dass sie mit ihrem Partner kein weiteres Weihnachten erleben wollen. Dann ist der Scheidungsantrag dann quasi so etwas wie ein weiterer guter Neujahrsvorsatz für das neue Jahr. Gleich nach mehr Sport treiben, mit dem Rauchen aufhören und abnehmen. Stimmt das? Hast du wirklich mal einen Artikel gelesen? Ja. Ich habe mal einen Artikel gelesen, dass die meisten Scheidungen eingereicht werden oder die meisten Paare sich trennen am Ende eines gemeinsamen Urlaubs, weil man im Urlaub dann festgestellt hat, dass man den anderen halt auch nicht mehr sehen will und der gesamte Alltag wegfällt. Würde ja auch passen, weil die meisten haben über Weihnachten und Silvester frei. Ja, genau. Das ist auch so, auch mit alten, älteren Leuten, die wollen noch einmal Weihnachten erleben und sterben dann meist im Januar. Also Januar ist wirklich immer so eine Umbruchsituation.
Ja, das ist ja genau, wie und abnehmen. Hat es funktioniert? Winterfeld zuckte die Schultern. Meine Ex hat quasi in einer Sekunde 90 Kilogramm verloren, als sie sich von mir trennte. Clara nickte. Sie war seit... Da kennst du doch diesen bösen Witz, oder? Nee. In welcher Zeitung steht, Mann schmeißt Frau aus dem Fenster? Bild. Bildzeitung. In welcher Zeitung steht, Frau schmeißt Mann aus dem Fenster? Weiß ich nicht. Schöner Wohn. Also ja, okay. Okay, ja. Das war jetzt politisch gut, unter aller Sau und ich entschuldige mich dafür, aber lustig. Ja, so, also Clara nickte. Sie war seit 2,5 Jahren mit Martin Friedrich, genannt MacDeath, dem Leiter für operative Fallanalyse, verheiratet. So etwas war jobtechnisch immer etwas heikel. Würde es Ihnen auch passieren können, dass es irgendwann einmal zur Scheidung kam? Natürlich nicht, dachte sie, aber dachten nicht alle, dass Ihnen so etwas niemals passieren würde? Die Frauen, die in den USA schlau sind, lassen sich in Kalifornien scheiden, sagte Winterfeld. Das Land der Träume bei den Hochzeiten und der Albträume, wenn es zur Scheidung kommt. Die haben so ein hartes Eherecht, alles wird geteilt. Kommt noch aus der Zeit, als die Siedler aus dem Osten Amerikas kamen. Sie sind mit ihren Familien zusammen ins Risiko gegangen, dann sollte beim Auseinanderbrechen auch ehrlich geteilt werden. 50-50. Ja. Kennst du aber den alten Spruch, Schatz, jetzt sind wir verheiratet. Was deins ist, ist auch meins, aber was meins ist, ist deins noch lange nicht. Ja. Ja, ist aber kein 50-50. 100%. Okay. Ja, okay. Ach ja, Clara kannte ihren Chef mittlerweile. Er erwartete bei der Sache mit seiner Frau gar keinen Rat von ihr, wollte einfach nur ein bisschen reden. Idealerweise mit einer Frau, wahrscheinlich weil er glaubte, dass sich dann der Ärger mit seiner Ex-Frau einfacher löste. Ja, da gibt's so Frauen in Kalifornien, die hängen in den Bars rum, wo die NBA-Spieler hingehen, bieten den Lakers oder Clippers ungeschützten Sex an. Dann werden sie schwanger und dann kriegen die NBA-Blödmänner eine Vaterschaftsklage an den Hals, inklusive DNA-Test. Wenn die Frauen einen guten Kettenhund von Anwalt haben, kriegen sie 18 Jahre lang $25.000 im Monat, steuerfrei, versteht sich. In Beverly Hills gibt es eine ganze Reihe von Anwaltskanzleien, die nur auf sowas spezialisiert sind. Angeblich fordern einige Anwälte auch die Frauen auf, den Lakers ungeschützten Sex anzubieten. Clara schüttelte den Kopf. Dummheit und Geld bleiben halt selten zusammen. Winterfeld schaute auf den Brief. Tja, was soll ich sagen? Vielleicht bin ich auch nicht der Richtige, um da Urteile zu sprechen. Werd nachher mal mit meinem Anwalt sprechen, wie wir das Thema endlich zu einem Ende bringen können. Er drehte sich um. Hermann, der IT-Experte des LKA 113, hatte sich leise genähert. »Na, alter Lötkolbenbastler, schleiß dich hier wieder an?« begrüßte ihn Winterfeld. »Was willst du denn schon wieder? Neue Festplatten gibt es erst, wenn wir im Herbst noch Budget haben.« Hermann verzog keine Miene. »Die Sache ist leider nicht witzig.« Winterfeld hob die Augenbrauen. »Was ist denn los?« »Eine Kollegin vom BKA ist gerade am Telefon. Könnt ihr kurz dazukommen?« Ja. Super. Und jetzt, wenn ihr wissen wollt, was die Kollegin vom BKA bringen will, müsst ihr selber weiterlesen. Guck mal, wer da zuschaut. Daniel Davideit. Und es ist total lustig, weil mit Daniel bin ich zur Schule gegangen. Ach. Aufs Gymnasium. Lang, lang ist es her. Ich bin letztens angeschrieben worden, dass 20-jähriges Abi ja jetzt durch ist sozusagen. Da kommt man sich echt alt vor, ne? Also gestern waren wir noch in der Schule, also vorgestern war man in der Schule, gestern war man auf der Universität, seit heute arbeitet man und jetzt ist der Spaß 20 Jahre her. Ja, dir sieht man es aber auch an im Vergleich zu mir, dass du noch älter bist. Ja, gut, kann ich mit leben. Können Männer mal besser mitleben. Also das ist echt so, so alt geworden. Ja. Schlimm, schlimm, schlimm. Ja, mit 40 ist ja bei dir irgendwann, wirst du ja irgendwann in ferner Zukunft, aber... Das ist ich ja mal ein großes Desaster. Ich bin 39 ja, ja, ja. Und bin 39 A. Das ist doch alles, genau, 39 A. So. Du weißt schon, dass es ein Alter gibt, was nicht genannt werden darf, ja? Dieses Harry Potter-Prinzip mit dem Namen gilt bei Frauen mit dem Alter. Oder welches Alter war für euch das schlimmste Alter, was ihr quasi geworden seid? Gab es da irgendeinen Geburtstag, der ganz, ganz dolle wehgetan hat? Oh, guck mal, was schreibt Jasmin, was auch toll kommt? 25 Jahre nachdem das Kind eingeschult wird. Wie in Methusalem. Ja, ist glaube ich auch bei Männern und Frauen, aber auch echt irgendwie anders. Also mir ist es echt ja, wobei man sagen muss, ich hatte ja im letzten Jahr jetzt, wo mein Rücken wieder okay ist, kann ich mich drüber amüsieren. Ich hatte im letzten Jahr zweimal eine komplette Wirbelsäulenblockade. Unterer Rücken hatte ich vorher noch nie gehabt. Und es war halt so, ich bin an dem Tag nach Frankfurt-Oder gefahren, weil ich da Gutachterin bei einem Prozess wegen einer Kindstötung war.
30 war schlimm. Bin da hingefahren und ich fahre ein Cabriolet, was sehr, sehr niedrig ist, was sehr, sehr sportlich ist. Und bis dahin fühlte sich eigentlich alles okay an. Also der untere Rücken hat so ein bisschen weh. Sitz in meinem Auto, bin auf dem Parkplatz dieses Landgerichts und stelle fest, ich komme aus diesem Auto nicht raus. Das sah so peinlich aus, wie ich da rausgekrochen bin. Ich war kurz davor, auf dem Rückweg nach Berlin beim Händler zu parken und zu sagen, kaufe Cabriolet gegen Rentnerauto an dieser Stelle. Tausche. Ja, meine ich, tausche oder wie auch immer. Ne? Behalten Sie es da. Und, also das wäre die totale Katastrophe. Ich kann es auch verstehen, diese komischen liegenden, fahrenden Liegestühle. Ich finde die auch maximal und jetzt mit Abstand sehe ich es ja mit Humor. Aber mein erster Hexenschuss war wirklich so, dass ich dachte, ich bin jetzt 330 Jahre. Guck mal, Annika ist nett, die sagt, ich sehe kein Jahr älter aus als 30. Ja, ich fand aber 30... Gute Nachtcreme, danke. Ich fand aber 30, oh ja, also, ist ja super. Ich fand 30 auch viel schlimmer als 40. Guck mal, Gigablitz sagt auch, sie fand 30 auch schlimm. 30 war kacke, 40 ist auch scheißegal. Das ist eh, also dann hast du entweder, hat man da ein bisschen was, sagen wir so, vielleicht an Zielen, was man hatte, erreicht oder sonst auch nicht, aber dann ist auch egal, weil 30 ist irgendwie so ein, jetzt bist du 30, jetzt musst du aber auch. Also das finde ich immer, 30 finde ich total nötigendes Scheißalter. Mhm. Also fand ich maximal... blöd. Guck mal, hier schreibt jemand, 30 fühlte sich endlich richtig an. Ja gut, okay, das kann sein. Ja, ne? Okay, ja gut, kann ich auch verstehen. Durch 5 teilbar, jetzt muss die 7, genau. Ja, auch interessant. Bisschen Zahlenmystik, das finde ich auch immer cool. Was ich halt so böse finde, im Moment bin ich noch in der Altersgruppe 30 bis 39. Aber die nächste Gruppe ist 40 bis 50. Und da gibt es Gruppen, die sind 40 bis 60. Ticken die noch knusprig? Also machen 40 in bis den 100. Jahren davor, ja. Gefühlt, ja. 40 bis totale 90, sogar 50 Frechheit. Jahre. Aber guck mal, soll da geht jemand auf die 20 Patrick zu. Patrick Peters, ja Mensch. Ja, viele Jüngere, gerade Leserinnen. Also, keine Zahlenmystik, Jasmin ist nur etwas neurotisch. Das ist auch ein gutes Argument. 30, auch so ein Punkt. Soll ich nochmal eine kurze Passage, wie der Blutgott Kontakt aufnimmt? Eins haben wir mit dem Noah ja schon. Ja, mach hören das. Wir uns das nochmal an, bevor wir zum Ende kommen, damit ihr auch sagen könnt, Mensch, ihr habt auch ein bisschen was zu lesen gehört. Genau. So. Und dann wisst ihr nämlich auch, was ihr euch weiter angucken könnt. Im Buch. Ja, liest. Das liest man ja von vorn bis hinten. Ach, Also kann man auch Passagen, aber ist ja kein Leser. Jetzt verstehe ich, wie man Bücher liest. Ich bin begeistert. Ach, hier sagt einer auch, Single und keine Kinder. Jetzt wird doch mal Zeit. Ja. Oh Gott, ganz nervig. Das bin ich letztens erst vor Gericht gefragt worden. Es war ein Fall mit einer ziemlich üblen Kindesmisshandlung. Und der Verteidiger hat sich vor mir aufgebaut und gesagt, Frau Dr. Etzold, sagen Sie mal, haben Sie eigentlich Kinder? Ich habe gesagt, nein. Ja, wie können Sie denn diesen Fall beurteilen? Und meine Antwort war, passen Sie mal auf, ich habe auch noch nie jemanden umgebracht und trotzdem bin ich Gutachterin in Tötungsdelikten und da habe ich das noch nie gefragt worden. Ne? Wobei, das wäre mal eine gute Frage. Und wie viele haben Sie auf dem Gewissen? Und müsste man aufstellen und sagen, alle mitgerechnet oder nur die der letzten 3 Wochen? Ja, vielleicht wäre dieser Typ, der das gefragt hat, ja ein Kandidat, um da die, wie viele haben Sie schon umgebracht, Liste vollzukriegen. So, soll ich mal eben... Okay, also, eine Nachricht war in Noahs Skype-Account aufgeploppt. Kurz und irgendwie seltsam. Dein Gott spricht zu dir. Absender BG666. Noah runzelte die Stirn. Dann tauchte schon die nächste Nachricht auf. Wann kannst du deinen Führerschein machen? Noah zögerte kurz. Meinst du fürs Auto? Ja, meine ich. Was denn sonst? Weltraumraketen? Was ist denn das für ein Assi, dachte Noah. Aber diese eine Antwort sollte er noch kriegen. Ja, mit 18. Richtig, noch 5 Jahre hin, oder? Noah überlegte, ob er die Verbindung beenden sollte. Erst hatte er den Typ nur klugscheißerhaft und aufdringlich gefunden. Aber jetzt fand er ihn irgendwie auch unheimlich. Woher wusste der Typ, wie alt Noah war? Du könntest aber jetzt schon tolle Sachen machen, ohne jemanden zu fragen. Autofahren? Autofahren auch. Du hast dir doch eben ein paar Psychopathenseiten angeschaut. Zum Beispiel mit dem Auto extra langsam fahren und dadurch Streit vom Zaun brechen. Woher weißt du, was ich eben gesehen habe? Ein Gott weiß so etwas. Ein Gott ist nämlich überall, zur gleichen Zeit. Es passierte eine Weile nichts. Noah schrieb, obwohl er es eigentlich nicht wollte. Irgendwas brachte ihn dazu, die Verbindung nicht abzubrechen. Bist du noch da? Die Antwort kam sofort. Ein Gott ist immer da. Kurz darauf die nächste Nachricht. Du kannst Leute auf verschiedene Art und Weise mit dem Auto überfahren. Oft berühren die Räder den Körper gar nicht. In seltenen Fällen geht das sogar ohne Verletzung ab. Zum Beispiel, wenn du einen Sportwagen fährst, langsam fährst und das Unfallopfer sich gut abrollt. Wenn du aber willst, dass die Leute unter die Räder kommen, musst du einen SUV fahren.
Und wenn ich niemanden überfahren will, Noah war sich allerdings selbst gar nicht sicher, ob es nicht doch ein paar Leute gab, die er gern überfahren würde. Die Nachbarn mit ihren Scheißschlagern zum Beispiel. Und dann einige Typen in der Schule, besonders ein Typ. Und was der Typ hier auf Skype schrieb, dieser BG666, war interessant. Jedenfalls interessanter als das Geseiere von seinen Eltern, das dumme Gelaber von seinen Lehrern oder der Scheiß aus dem Fernsehen oder den ganzen Klamottenspinnern und Schminktipps schwuchteln auf YouTube und Instagram. Mal schauen, dachte er, was noch so kommt. Glaub mir, du willst. Beim Aufprall wird der Fußgänger erfasst, beschleunigt, stößt auf die Motorhaubenvorderkante, der Oberkörper prallt auf die Motorhaube, der Kopf auf die Frontscheibe, dann wird der Fußgänger abgeworfen und prallt auf die Fahrbahn. Manchmal kratzt die Schuhsohle noch über die Straße, dann kann man auf dem Straßenbelag sehen, ob der, der überfahren wurde, Gummi- oder Ledersohlen hatte. Aber dann kommt er nicht unter die Räder. Nein, das geht nur bei Lastwagen, vielleicht noch bei riesigen SUVs, die es nur in den USA gibt, dann wird es richtig hässlich. Der andere schrieb nichts mehr. Und auch Noah schrieb nichts mehr. Von ferne hörte er das Ticken der Uhr aus dem Wohnzimmer. Wahrscheinlich war es schon 3 Uhr morgens. Und morgen klingelte um 7 der Scheißwecker, spätestens. Weißt du, was ein Stockmaß ist? Auf einmal war eine Nachricht da. Nein. Das ist die Rückenhöhe von Tieren. Daran bemisst sich die Höhe der Tierversicherung. Ein kleines Tier, das angefahren wird, verschwindet unter den Rädern. Das macht nur etwas hässlichen Matsch, aber mehr nicht. Aber ein großes Tier kracht durch die Windschutzscheibe und manchmal auch in die Fahrgastzelle. Das ist dann nicht so schön. Noah atmete aus und verdrehte die Augen. Langsam wurde es ihm doch zu blöd und vor allem wurde es spät. Was willst du eigentlich? Dich etwas fragen. Und was? Du darfst noch keinen Führerschein machen. Ja, weiß ich. Aber etwas anderes weißt du nicht. Du darfst nämlich jetzt andere Sachen machen. Sachen, die du nicht mehr machen darfst, wenn du den Führerschein hast. Was für Sachen? Schlimme Sachen. Das verstehe ich nicht. Das wirst du noch verstehen. Ich erkläre es dir. Noah schüttelte den Kopf. Und wenn ich beides nicht will, schlimme Sachen machen und es erklärt bekommen? Wieder einige Sekunden Pause. Dann kam die Nachricht. Glaub mir, du willst. Beides. Ja, so. Die Vorstellung des Blutgottes ist vorbei. Ja. Wir sind jetzt auch durch mit unserer Zeit, haben wie immer etwas überzogen. Aber hoffen, es hat euch ein bisschen gefallen und wünschen euch ganz, ganz viel Spaß mit dem Buch. Ja, wir melden uns nochmal wegen weiteren Livestreams. Müssen wir nochmal planen, wann wir das nochmal machen, oder? Können wir genau. Irgendwie. Und nochmal mit den Socken. Schreibt eine Rezension bei Amazon, macht einen Screenshot von eurer Rezension und schickt es nur an. Rezension, also kaufen natürlich, genau, unterstützt eure Buchhandlung. Und schickt das Foto der Rezension an info@veit-etzold.de. Und die ersten 5, die das machen, gewinnen Socken. Ja, ganz genau. Was für Bücher lese ich selbst? Kam noch eine Frage. Auch Thriller, auch Krimis, aber auch viele Sachbücher. Einiges zu Geschichte, Politik, auch Finanzthemen, Big Data, Globalpolitik, aber auch so Klassiker. Dante lese ich zum Beispiel auch oder manchmal auch Goethe oder manchmal auch Thomas Mann, also querbeet. Und wenn ihr wissen Horror wollt, was Veit heute Abend ist, ich bin heute eine super schlechte Ehefrau. Meine Kollegin hat heute von dem kleinen Sushi-Laden um die Ecke, der im Edeka ist, eine riesige Platte Sushi mitgebracht. Mein Mann kriegt heute Abend Sushi und ich muss mich um nichts mehr kümmern. Das ist ein guter Deal, oder? Also, genau. Einen schönen Abend euch auch noch. Einen schönen Abend. Vielen dann. Dank, tschüss. Dass ihr zugeschaut Danke habt. Danke sehr. Tschüss. Tschüss.